Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um The Harps-Sängerin Andre Lagieu. Diese hat ein Video für Mistress of the Night unter der Regie von Alex Rumler veröffentlicht. Andre kommentiert das Video folgendermaßen. In diesem Video geht es darum, für Frauen und Gleichstellung einzutreten. Es geht um Sexismus, Rassismus, bei Beschäftigungsmöglichkeiten, persönliche Beziehungen und so weiter. Frauen jeden Tag von Männern in ihrem Leben empfinden. Dies geschieht seit dem Altertum und dem Mittelalter bis in unsere Tage. Nichts hat sich wirklich geändert, aber die Frauen werden sich jetzt erheben. So Andre Lagieu. Andre ist eine vielseitige Künstlerin. Sie begann mit der Musik, als sie 9 Jahre alt war und bereits sang. Mit 13 Jahren trat sie dann mit verschiedenen Musikern auf der Bühne auf. Jetzt ist sie Mitglied von Mike LePon's Silent Assassins. Das Album wurde am 26. Januar von Frontier Records veröffentlicht. Im September 2017 trat sie bei The Voice of Queens auf. Statistiken zeigen, dass mehr als 1,5 Millionen die Videos der Auditions auf YouTube gesehen haben. The Harps wurde 2012 von der Sängerin der Band Andre in Athen in Griechenland gegründet, als sie anfingen, hauptsächlich ihre eigenen Kompositionen und Arrangements zu spielen. Love Strikes Doves könnte als Hardrock getrieben beschrieben werden, mit auffälligen Gitarrenriffs, die einige von Andres Einflüssen klassischer Musik mit sich bringen, und auf diese Weise die perfekte Verbindung zwischen Noten einer alten Zeit und den Klängen von heute. 2014 lernte sie den Bassisten von Symphony X, Mike LePon, besser kennen. Mike fragte, ob sie einen Bassisten brauchte, und die Antwort lautete ja. Das nächste Album heißt Skies und der Promo-Track wurde bereits auf YouTube hochgeladen.